Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich eine Suppe machen, und zwar eine Pilz-Cranberry-Suppe. Jetzt denken wahrscheinlich viele von euch, das hört sich aber arg gesund an mit den Cranberries, das kann doch gar nicht schmecken. Aber ich versichere euch, das ist so eine super leckere Suppe. Also ich habe die schon ein paar Mal gekocht, allerdings noch nie in meinem Thermi. Also ist heute Premiere. Ich hoffe, es funktioniert, gerade mit den Zeiten und den Stufen und so weiter und so fort, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Also, als erstes brauchen wir eine Zwiebel geviertelt, wie immer. Die geben wir in den Mixtopf und geben zwei Karotten, die habe ich geschält und in so große Stückchen geschnitten, auch in den Mixtopf. Und die werden wir uns jetzt erstmal zerkleinern. 3 Sekunden, Stufe 5. So, jetzt schieben wir die Karotten-Zwiebeln-Mischung runter. Und halt, jetzt müssen wir Öl dazugeben, genau Öl. Da geben wir jetzt 10 Gramm Öl dazu. So, jetzt dünsten wir das Ganze etwas an. Und zwar 3 Minuten. Varoma, Stufe 1. So, jetzt kommen 500 Gramm Wasser dazu. Ein Würfel Gemüsebrühe. Und 2 Kartoffeln, die sollen vorwiegend festkochend sein. Und die habe ich in so kleinere Stückchen geschnitten. Die geben wir jetzt auch einfach in den Mixtopf. Ja. Halt, fehlt noch ein Lorbeerblatt. Das hätte ich beinahe vergessen. Das kommt jetzt auch schon dazu. Dann machen wir den Deckel wieder drauf. Stellen 15 Minuten ein. Linkslauf, 100 Grad, Stufe 1. So, jetzt brauchen wir 500 Gramm Pilze. Ich habe hier Tiefkühl-Champignons in Scheiben. Ihr dürft aber gerne frische Champignons nehmen. Ihr könnt gerne Steinpilze nehmen, was ihr mögt. Ganz egal, Hauptsache sie sind in so Scheibchen geschnitten. So, die kommen jetzt hier dazu. Unfallfrei hoffentlich. So. Dann brauchen wir 250 ml Sahne. So. Eine Prise Salz. Eine Prise Pfeffer. Dann kommen 50 Gramm getrocknete Cranberries dazu. Und das schmeckt wirklich so lecker. Also ich habe es mir am Anfang auch nicht vorstellen können, aber es ist wirklich lecker. So, dann noch 2 Teelöffel Mehl. Die Petersilie, 2 Esslöffel gehackte Petersilie. Ich habe hier leider nur meine getrocknete. Wenn ihr aber habt, dürft ihr gerne frische Petersilie nehmen. So, das war's, glaube ich. Jo, jetzt machen wir den Deckel wieder drauf. Lassen das Ganze nochmal, ich würde jetzt nochmal 8 Minuten einstellen, weil meine Pilze gefroren waren. Auch wieder 100 Grad, Linkslauf haben wir noch drin und dann eben Stufe 1 wieder. Und dann schmecken wir nachher nochmal ab und ja, dann müsste sie eigentlich schmecken. So, die 8 Minuten sind rum. Ich muss jetzt mal gerade probieren, wie es aussieht mit den Kartoffeln und
mit meinen Pilzen. Mal schauen, wo ich hier eine Kartoffel erwische. Hallo? Na? Ah, das hatte ich hier schon. Die wollen nicht. Jetzt. Heiß, aber durch. Was ich jetzt hier nochmal machen muss, ist abschmecken. Generell Salz, Pfeffer. Ich probiere nochmal. Ja, also ein bisschen Salz fehlt noch. Und ein Hauch Pfeffer. Das war jetzt wahrscheinlich schon wieder zu viel. Naja. Und dann lasse ich das nochmal gut durchrühren. Wir haben ja noch Linkslauf drin. Ich würde sagen, gerade mal kurz Stufe 2, 3. So. Dann nochmal testen. Oh ja, jetzt ist besser. Ja. Doch, also ich muss sagen, die ist im Thermi genauso super geworden wie sonst ohne. Da muss man nämlich die Pilze in der Pfanne noch anbrutzeln und die Kartoffeln extra im Topf machen und so weiter. Und das geht hier im Thermomix viel, viel einfacher. Oh, da wird sich mein Mann freuen. Der isst die nämlich so gerne. Also doch, ich bin ganz glücklich, dass das jetzt so gut geklappt hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video und auch das Rezept. Würde mich freuen, wenn ihr es auch ausprobiert. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich richte es jetzt noch schön an.